Geschichten über Liebe und Verbindlichkeit. Bedingungslose Liebe. Ich war etwa 13 Jahre alt, als mich mein Vater zur Seite nahm und mir etwas sagte, das mein Leben von Grund auf verändern sollte. Wir saßen damals in seiner alten Rostlaube in einer Seitenstraße eines der ärmsten Vororte Londons. Er wandte sich mir zu und sagte: »Ganz gleich, was du in deinem Leben tun wirst, mein Sohn, meine Tür steht dir immer offen.« Als Teenager begriff ich damals nicht wirklich, was er damit meinte, aber ich hatte schon verstanden, dass es ziemlich wichtig war, weshalb ich mir diese Worte wohl auch gemerkt habe. 3 Jahre später war mein Vater tot. Als ich im Nordosten Thailands Mönch wurde, dachte ich über diesen Satz meines Vaters nach. In meiner Kindheit hatten wir in einer winzigen Sozialwohnung in einem heruntergekommenen Londoner Viertel gewohnt. Wahrlich kein besonderes Haus, dessen Tür da offen stehen sollte. Aber ich verstand, dass mein Vater etwas ganz anderes gemeint hatte. Er hatte die schönste Liebeserklärung, die ich kenne, wie ein Schmuckstück in ein Samttuch verpackt. Ganz gleich, was du in deinem Leben tun wirst, mein Sohn, eines solltest du wissen. Die Tür zu meinem Herzen wird dir immer offen stehen. Mein Vater hatte mir bedingungslose Liebe angeboten, ohne jegliche Verpflichtung. Ich war sein Sohn, und das genügte ihm. Es war wunderschön, echt, und er meinte es sehr ernst. Man benötigt Mut und Weisheit, um einem anderen Menschen so etwas zu sagen, um jemanden die Tür des eigenen Herzens ohne jedes Für und Wider zu öffnen. Vielleicht glauben wir, dass uns der andere dann ausnützen wird. Doch dies geschieht meiner Erfahrung nach nicht. Schließlich handelt es sich um das kostbarste Geschenk, das ein Mensch einem anderen machen kann. Und so etwas hält man in Ehren, nahe dem eigenen Herzen, um es nicht zu verlieren. Obwohl ich damals nur teilweise verstand, was mir mein Vater sagen wollte, hätte ich es nie gewagt, einem solchen Mann weh zu tun. Wenn Sie so etwas zu jemandem sagen, der Ihnen nahe steht, wenn Sie diese Worte wirklich meinen, sie tief aus Ihrem Herzen kommen, dann wird sich der andere nach oben strecken, nicht nach unten bücken, um Ihrer Liebe zu begegnen. Öffnen Sie die Tür zu Ihrem Herzen. Vor einigen Jahrhunderten lebten 7 Mönche in einer Höhle tief im asiatischen Urwald, um über eben jene Art bedingungsloser Liebe zu meditieren, die ich eben beschrieben habe. Zusammengefunden hatten sich der oberste Mönch, sein Bruder und sein bester Freund. Zur Gruppe gehörten ferner ein Feind des obersten Mönchs, mit dem er überhaupt nicht zurechtkam, ein uralter Mönch, dessen Tod unmittelbar bevorstand, ein sehr kranker Mönch, der jeden Moment hätte sterben können, sowie ein Mönch, der völlig nutzlos war. Er schnarchte, wenn er meditieren sollte, konnte sich an sein Mantra nicht erinnern und wenn es ihm mal einfiel, stimmte der Singsang nicht. Er konnte sich nicht einmal richtig anziehen. Doch die anderen fanden sich mit ihm ab und dankten ihm dafür, dass er sie Geduld lehrte. Eines Tages wurden die Mönche von Räubern überfallen, die beschlossen hatten, die entlegene Höhle als eigenes Hauptquartier zu nutzen und alle Mönche umzubringen. Doch der oberste Mönch war glücklicherweise sehr redegewandt. Er überzeugte die Räuber, alle Mönche freizulassen, bis auf einen. Dieser sollte ermordet werden, als Warnung für die anderen Mönche, die Lage der Höhle nicht zu verraten. Das war das Beste, was der oberste Mönch herausschlagen konnte. Man ließ ihn einen Augenblick allein, damit er die furchtbare Wahl treffen konnte, wer von seinen Leuten nun geopfert werden sollte, damit die anderen freigelassen werden konnten. Wenn ich diese Geschichte vor Publikum erzähle, halte ich hier inne und frage meine Zuhörer: Nun, was glaubt ihr, wen wird der oberste Mönch wohl ausgewählt haben? Eine solche Frage hält manchen Teilnehmer davon ab, einzuschlafen und weckt diejenigen auf, die bereits weggedämmert sind. Ich fasse dann noch einmal zusammen, welche Mönche zur Wahl stehen. Der oberste Mönch, sein Bruder, sein bester Freund, sein Feind, der alte Mönch, der kranke Mönch und der nutzlose Mönch. Wer wird also geopfert?
Manche nennen dann den Feind. Nein, sage ich. Der Bruder. Falsch. Der nutzlose Mönch kriegt auch immer ein paar Stimmen, was wieder einmal beweist, wie furchtbar lieblos wir sein können. Aber die meisten meinen, der oberste Mönch habe sich selbst zu opfern. Nachdem ich mir eine Zeit lang amüsiert die Antworten angehört habe, gebe ich die richtige. Der oberste Mönch konnte sich nicht entscheiden. Er liebte seinen Bruder genauso wie seinen besten Freund. Und diese Liebe war ebenso groß wie die für seinen Feind, für den alten Mönch, den kranken Mönch und sogar für den schusseligen Nichtsnutz. Er hatte die Bedeutung der Worte, die Tür zu meinem Herzen steht dir immer offen, ganz gleich, was du tust und wer du bist, gänzlich verinnerlicht. Die Tür zum Herzen des obersten Mönchs stand allen weit offen. Er war ganz und gar von bedingungsloser Liebe erfüllt. Eine Liebe, die sein ganzes Sein durchdrang. Was dabei besonders bemerkenswert ist, er liebte die anderen genauso wie sich selbst. Die Tür zu seinem Herzen war auch ihm selbst geöffnet, weshalb er sich auch nicht selbst opfern konnte. Zuhörer jüdischer und christlicher Glaubensrichtung erinnere ich daran, dass es in ihren Religionen heißt, den Nächsten wie sich selbst zu lieben. Nicht mehr und nicht weniger als sich selbst, sondern ganz genauso. Das bedeutet, dass man anderen die gleiche Achtung entgegenbringt wie sich selbst und sich selbst genauso liebt wie den anderen. Warum erscheint es den meisten Zuhörern dieser Geschichte als selbstverständlich, dass sich der oberste Mönch selbst dem Tod ausliefert? Warum gilt es in unserer Gesellschaft als edel, sich für andere zu opfern? Warum sind wir uns selbst gegenüber viel fordernder und kritischer als anderen gegenüber und bestrafen uns selbst obendrein noch viel schwerer? Dafür gibt es nur einen Grund. Wir haben noch nicht gelernt, uns selbst zu lieben. Wenn es Ihnen schon schwerfällt, einem anderen zu versichern, die Tür meines Herzens steht dir offen, ganz gleich, was du tust, dann wird es Ihnen erheblich größere Probleme bereiten, zu sagen, mir selbst öffne ich die Tür, mir, dem Menschen, der mir, seitdem ich denken kann, besonders nahe ist. Die Tür meines Herzens steht auch mir offen, mir, so wie ich bin, ganz gleich, was ich getan habe. Tritt ein, mein Ich. Das meine ich damit, wenn ich davon spreche, sich selbst zu lieben. Das nennt man Vergebung. Man verlässt das Gefängnis des Schuldgefühls. Man findet Frieden und ruht in sich. Wenn Sie den Mut haben, sich diese Worte in aller Ehrlichkeit, in der Privatsphäre Ihrer inneren Welt selbst zu sagen, dann werden Sie nicht absteigen, sondern aufsteigen und der erhabenen Liebe begegnen. Irgendwann wird sich jeder von uns diese Worte oder Vergleichbare sagen müssen, in Offenheit und ohne irgendein Spielchen zu spielen. Wenn uns das gelingt, wird es uns so vorkommen, als ob ein vor langem abgelehntes Stück von uns endlich wieder heimgekommen ist. Wir fühlen uns vereint, heil und sind dem Glück zugewandt. Wir können nur dann einen anderen wirklich lieben, wenn wir in der Lage sind, uns selbst genauso zu lieben, nicht weniger und nicht mehr. Bitte denken Sie daran, dass Sie nicht vollkommen zu sein brauchen, um sich selbst diese Liebe zu gewähren. Wer auf die Vollkommenheit wartet, wird sie nie erleben. Wir müssen uns die Tür des eigenen Herzens öffnen, ganz gleich, was wir getan haben. Wir sind erst dann vollkommen, wenn wir eingetreten sind. Ich werde natürlich oft gefragt, was denn mit den 7 Mönchen geschah, nachdem der oberste Mönch den Räuber mitgeteilt hatte, dass er sich nicht entscheiden könne. Als mir diese Geschichte vor vielen Jahren erzählt wurde, hörte sie da auf, wo ich geendet habe. Aber ich habe mir zusammengereimt, was als nächstes geschieht. Als der oberste Mönch den Räubern erklärt, weshalb er sich nicht entscheiden kann, und die Bedeutung von Liebe und Vergebung so beschreibt, wie ich es ihnen eben dargelegt habe, sind die Räuber so beeindruckt und begeistert, dass sie die Mönche nicht nur am Leben lassen, sondern selbst zu Mönchen werden. Heirat und Ehe.
Seitdem ich als zölibatärer Mönch lebe, habe ich viele Paare getraut. Es gehört nämlich zu meiner Arbeit als buddhistischer Mönch, den religiösen Teil der Hochzeitsfeierlichkeiten zu übernehmen. Es wird behauptet, dass eine Ehe drei Stadien umfasst: Verlobung, Hochzeit und Leid. Mit Problemen muss man also rechnen. Und viele Paare, die ich getraut habe, kommen später mit ihren Sorgen zu mir. Da ich als Mönch ein unkompliziertes Leben schätze, erzähle ich bei Trauungen die folgenden drei Geschichten, um den Paaren so lange wie möglich gewisse Probleme zu ersparen. Verbindlichkeit. Zu Liebesbeziehungen und Ehe habe ich folgende Einstellung. Wenn ein Paar zusammen ist, ist es aneinander interessiert und zeigt ein gewisses Engagement. Das gilt auch, wenn es sich verlobt hat. Allerdings kann dabei das Engagement gesteigert sein. Wirkliche Verbindlichkeit kommt erst dazu, wenn die beiden sich öffentlich das Ehegelöbnis geben. Wenn die Bedeutung von Verbindlichkeit bei der Trauung klar formuliert wird, werden sich die meisten Paare für den Rest ihres Lebens daran erinnern. Ich erkläre gern, dass es sich mit Engagement und Verbindlichkeit genauso verhält wie mit Spiegeleiern und Speck. Spätestens jetzt ist mir die Aufmerksamkeit aller Anwesenden gewiss. Brautpaar, Eltern, Schwiegereltern und Freunde fragen sich verwundert, was denn Spiegeleier und Speck mit einer Ehe zu tun haben. Bei diesem Gericht zeigt das Huhn nur Engagement. Das Schwein hat sich hingegen verbindlich gemacht, erkläre ich und setze hinzu, lass dies also eine Schweineehe sein. Hahn oder Ente? Mein Lehrer Ajahn Chah stammte aus dem Nordosten Thailands und erzählte die folgende Geschichte besonders gern. Ein frisch verheiratetes Paar geht eines schönen Sommerabends nach dem Essen gemeinsam im Wald spazieren. Die beiden verbringen eine ungetrübte Zeit miteinander, bis sie in der Ferne ein Geräusch hören. Quack, quack. Hörst du das? Fragt die Frau. Da muss irgendwo ein Hahn sein. Nein, nein, das war eine Ente, erklärt der Ehemann. Unsinn, ich bin ganz sicher, dass es ein Hahn war, erwidert sie. Ausgeschlossen, ein Hahn macht Kikeriki und Enten machen Quack, Quack. Also ist es eine Ente, mein Liebling, erklärt er inzwischen schon leicht irritiert. Quack, Quack, ertönt es wieder. Hör doch hin, das ist eine Ente, sagt er. Nein, mein Lieber, ein Hahn, da bin ich mir ganz sicher, beharrt sie und stampft mit dem Fuß auf. Hör doch hin, Frau, das ist eine Ente. E-N-T-E. Begriffen. Es bleibt ein Hahn, brüllt sie. Verdammt noch mal, es ist eine Ente. Du. Zum Glück unterbricht ihn erneutes Quaken, sonst hätte er ihr wohl ein schlimmes Etikett verpasst. Die Frau ist inzwischen den Tränen nah. Es ist wirklich ein Hahn. Der Mann sieht, wie ihre Augen feucht werden, und da fällt ihm wieder ein, weshalb er sie geheiratet hat. Seine Miene wird weich, als er ruhig sagt, »Tut mir leid, mein Schatz, ich glaube, du hast wirklich recht. Es ist wohl doch ein Hahn.« »Danke dir, Liebster«, erwidert sie und drückt seine Hand. »Quack, quack«, erklingt es durch den Wald, während das Paar gelöst seinen Spaziergang fortsetzt. Der Mann in dieser Geschichte hatte endlich begriffen, wie unwesentlich es war, ob nun ein Hahn oder eine Ente quakte. Die Harmonie zwischen den beiden war viel wichtiger. Es ging darum, einen schönen Sommerabend gemeinsam zu genießen. Wie viele Ehen scheitern wegen solcher Belanglosigkeiten? Bei wie vielen Scheidungen kommen Hahn und Ente zur Sprache? Wer diese Geschichte begreift, wird Prioritäten setzen können. Die Ehe ist wichtiger als das Recht haben. Außerdem erleben wir doch immer wieder, dass wir uns einer Sache hundertprozentig sicher sind und dann hinterher erfahren, wie sehr wir uns doch geirrt haben. Wer weiß, es könnte ja tatsächlich ein Hahn sein, der genetisch so verändert wurde, dass er wie eine Ente klang. Um nicht eines geschlechtsspezifischen Vorurteils beschuldigt zu werden und weiterhin als friedlicher Mönch leben zu können, tausche ich die Rollen jedes Mal aus, wenn ich die Geschichte erzähle. Dankbarkeit.
Nach einer Trauung in Singapur nimmt der Vater der Braut seinen neuen Schwiegersohn zur Seite, um ihm einen Rat für ein langes, glückliches Eheleben zu erteilen. »Vermutlich liebst du meine Tochter sehr«, beginnt er. »Oh ja«, seufzt der junge Mann. »Wahrscheinlich hältst du sie für den großartigsten Menschen auf Erden«, fährt der alte Mann fort. »Sie ist in jeder Hinsicht perfekt«, bestätigt der junge Mann mit leuchtenden Augen. »So denkt man eben, wenn man gerade geheiratet hat«, erklärt der alte Mann. »Doch in wenigen Jahren wirst du bei meiner Tochter auch Fehler erkennen. Sobald das geschieht, solltest du Folgendes bedenken. Wenn sie diese Fehler nicht von Anfang an gehabt hätte, lieber Schwiegersohn, hätte sie einen viel besseren Mann als dich geheiratet.« »Also sollten wir für die Fehler unseres Partners dankbar sein. Andernfalls hätte er eine viel bessere Partie gemacht.« Romantik. Wenn wir verliebt sind, sehen wir nur die guten Steine in der Backsteinmauer des geliebten Menschen. Wir möchten gar nichts anderes sehen, leugnen schlichtweg, dass irgendein Stein in dieser Mauer nicht perfekt ausgerichtet sein könnte. Wenn wir aber später zum Scheidungsanwalt gehen, sehen wir nur noch schlechte Steine in der Backsteinmauer unseres Partners. Wir blicken über alles Positive hinweg, möchten die guten Steine nicht mehr sehen und verleugnen deren Existenz. Warum kommen schwärmerische Gefühle in schwach beleuchteten Nachtclubs auf? Bei einem Essen zu zweit in schummrigem Kerzenlicht oder bei einem Spaziergang im nicht sonderlich hellen Schein des Mondes? Ganz einfach, da fallen ihre Pickel und seine schütteren Haare nicht so auf. Kerzenlicht beflügelt überdies die Fantasie. Man stellt sich vor, das Mädchen gegenüber sei ein Supermodel und die Frau findet, der Mann ähnle einem Filmstar. Wir träumen eben gern, vor allem von der Liebe. Doch wir sollten wissen, was wir tun. Mönche halten nicht viel von Romantik im Schimmer des Kerzenscheins. Sie richten lieber einen kräftigen Lichtstrahl auf die Wirklichkeit. Wer träumen will, sollte sich von Klöstern fernhalten. In meinem ersten Jahr als Mönch im nordöstlichen Thailand saß ich einst mit zwei weiteren Mönchen auf dem Rücksitz eines Wagens. Mein Lehrer Ajahn Chah fuhr auf dem Beifahrersitz mit. Irgendwann drehte er sich um, wandte sich an den jungen amerikanischen Novizen neben mir und sagte zu ihm etwas auf Thai. Der dritte westliche Mönch im Wagen beherrschte die Landessprache und übersetzte: »Ajahn Chah sagt, dass du gerade an deine Freundin in Los Angeles denkst.« Dem jungen Amerikaner blieb die Spucke weg. Ajahn Chah hatte seine Gedanken richtig gelesen. Unser Lehrer lächelte und fuhr fort: »Mach dir darüber keine Sorgen, das können wir schon richten. Wenn du ihr das nächste Mal schreibst, bitte sie, dir etwas ganz Persönliches zu schicken, etwas, das ihr ganz allein gehört und das du immer dann zur Erinnerung hervorholen kannst, wenn sie dir ganz besonders fehlt.« »Darf ein Mönch denn so etwas tun?«, fragte der Amerikaner freudig überrascht. »Aber sicher«, entgegnete Ajahn Chah. »Könnte es vielleicht doch sein, dass Mönche ein gewisses Verständnis für Romantik aufbringen?« Bei Ajahn Chahs nächsten Worten brach unser Übersetzer ein lautes Gelächter aus. Es dauerte eine ganze Weile, ehe er sich so weit beruhigt hatte, dass er uns die Worte des Meisters übersetzen konnte. »Ajahn Chah sagt«, wieder überwältigte ihn das Lachen. Schließlich wischte er sich die Tränen aus den Augen, riss sich zusammen und fuhr fort: »Ajahn Chah sagt, du solltest sie darum bitten, ihre Scheiße in eine Flasche zu füllen und dir zu schicken. Die kannst du dann jedes Mal öffnen, wenn du Sehnsucht nach ihr hast.« Nun, das ist zweifellos etwas sehr Persönliches. Außerdem versichern wir unserem Partner doch, dass wir alles an ihm lieben. Übrigens hätte Ajahn Chah denselben Rat einer Nonne gegeben, die sich nach ihrem Freund sehnte. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass sie unser Kloster lieber meiden sollten, wenn sie etwas Romantik in ihr Leben bringen wollen? Wahre Liebe. Bei der Romantik ist die Enttäuschung programmiert, wenn der Traum aus ist. In einer schwärmerischen Beziehung lieben wir nämlich nicht den anderen, sondern nur das Gefühl, das er in uns weckt. Wir lieben den Rausch, in den uns seine Gegenwart versetzt.
Deswegen sehnen wir uns nach diesem Menschen, wenn er nicht da ist, und bitten ihn uns eine Flasche mit, siehe die vorige Geschichte, zu schicken. Doch wie bei jedem Rausch lässt auch bei diesem nach einer gewissen Zeit die Wirkung nach. Wahre Liebe ist selbstlose Liebe. Wir sorgen uns um den anderen und sagen ihm, die Tür zu meinem Herzen steht dir immer offen, ganz gleich, was du tust. Und wir meinen es damit ernst. Wir wollen den anderen glücklich sehen. Wahre Liebe kommt sehr selten vor. Wir möchten nur zu gern glauben, dass unsere spezielle Beziehung ein Beispiel für wahre Liebe und nicht für schwärmerisches Verliebtsein ist. Ich biete Ihnen einen Test an, bei dem Sie herausfinden können, wie es um das Wesen Ihrer Liebe bestellt ist. Denken Sie jetzt an Ihren Partner. Stellen Sie sich diesen Menschen genau vor. Erinnern Sie sich daran, wie Sie zusammengekommen sind, und denken Sie an die schönen Zeiten, die Sie seitdem miteinander erlebt haben. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie einen Brief Ihres Partners erhalten haben. Er schreibt Ihnen, dass er sich ernstlich in Ihren besten Freund oder Ihre beste Freundin verliebt hat und mit diesem Menschen jetzt ein gemeinsames Leben führen möchte. Wie würde es Ihnen da ergehen? Wenn es sich bei Ihnen um wahre Liebe handelt, wären Sie begeistert, dass er jemanden gefunden hat, der ihm sogar noch besser tut als Sie, dass er jetzt noch glücklicher ist. Es würde Ihnen eine große Freude bereiten, dass Ihr Partner und Ihr bester Freund so froh miteinander sind und einander lieben. Bei wahrer Liebe ist das Glück des Partners das Wichtigste. Oder etwa nicht? Wie gesagt, wahre Liebe kommt höchst selten vor. Es war einmal eine Königin, die durch ein Fenster ihres Schlosses hingebungsvoll den Buddha beobachtete, der in der Stadt um Almosen bat. Der König sah dies und wurde eifersüchtig auf ihre Verehrung für den großen Mönch. Er verlangte von ihr zu wissen, wen sie denn nun mehr liebe, den Buddha oder ihren Gemahl. Die Königin war eine treue Schülerin des Buddha, aber in jener Zeit musste man sehr vorsichtig sein, wenn der eigene Ehemann als König regierte. Wer sich da um Kopf und Kragen redete, wurde wirklich einen Kopf kürzer gemacht. Die Königin aber verlor den Kopf nicht, denn sie antwortete mit sengender Schärfe, »Ich liebe mich selbst mehr als euch alle beide.«